Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2. Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie Sie wollen, wo Sie wollen, wie Sie wollen. Völlig kostenlos. Der Widder, männlich bekannt als der starke und robuste Partner innerhalb der domestizierten Schafpopulation, ist ein bemerkenswertes Tier aus der Familie der Kräuterfresser. Ursprünglich stammen diese Tiere von der wilden Schafart ab und haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil menschlicher Zivilisationen weltweit entwickelt. Charakteristisch für den Widder ist seine größere und kräftigere Statur im Vergleich zu weiblichen Schafen, bekannt als Auen. Diese Tiere spielen eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft, nicht nur als Quelle für Fleisch und Wolle, sondern auch durch ihren Beitrag zur Kulturlandschaft und Biodiversität. Widder variieren in ihrer Größe und Gewicht erheblich, wobei sie eine Körperlänge von 63 bis 127 Zentimetern erreichen können und ihr Gewicht zwischen 20 und 150 Kilogramm liegt. Diese beträchtliche Variabilität spiegelt die Vielfalt der Rassen und die Anpassungen an unterschiedliche Umgebungen und Zuchtziele wider. Während ihrer Lebensspanne, die normalerweise zwischen 10 und 12 Jahren liegt, spielen wieder eine zentrale Rolle in der Reproduktion und Verbesserung der genetischen Qualität der Herde. Ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Klimazonen machen sie zu einem wertvollen Gut in der Viehwirtschaft. In ihrer natürlichen Umgebung ernähren sich wieder hauptsächlich von einer Vielfalt an pflanzlichen Materialien, einschließlich Gras, Kräutern, Blättern und gelegentlich Samen. Diese herbivore Diät wird ergänzt durch die Aufnahme von Mineralien aus dem Boden und Wasser, um ihren Nährstoffbedarf zu decken. In der Landwirtschaft wird ihre Ernährung sorgfältig gesteuert und kann frische Weide, Heu, Silage und spezielle Futtermittel umfassen, um Gesundheit und Produktivität zu optimieren. Natürliche Fressfeinde des Widders sind in vielen Teilen der Welt durch menschliche Aktivitäten stark zurückgedrängt, doch in einigen Regionen können Raubtiere wie Wölfe oder große Katzenarten eine Bedrohung darstellen. Widder sind in einer Vielzahl von Habitaten weltweit zu finden, dank ihrer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit und der Verbreitung durch die Viehzucht. Sie gedeihen in unterschiedlichen Umgebungen, von günstigen Bergweiden und Steppen bis hin zu Feldern und Agrarflächen. Diese geografische Flexibilität hat es ermöglicht, dass Widder in praktisch jedem klimatischen Bereich gehalten werden können, von den kalten Regionen des Nordens bis zu den trockenen Gebieten des Südens. Ihre Präsenz in diesen Gebieten unterstützt nicht nur die lokale Landwirtschaft und Wirtschaft, sondern trägt auch zur Erhaltung der Landschaft und zur Biodiversität bei.